Das ist ja schon leer. Akku alle. Ja, wir sind gerade am bisschen Ordnung machen, sauber machen. Was ist das, Elisa? Dein Schlüssel? Mhm. Willst du deinen Schlüssel zeigen? Mhm. Elisa hat nämlich auch immer ihren Schlüssel dabei. Das ist ja auch ganz wichtig, wenn man das Haus verlässt. Ich habe keine Tasche mehr. Hast du keine Tasche dabei? Papi auch. Papi auch? Mhm. Papi hat eine Tasche. Aha, das ist gut, Elisa. Mama hat keine Tasche. Mami hat auch eine Tasche, ne? Mami, ich habe schon wieder meine Bernsteinkette an. Sehr gut, Junge. Kannst du einmal den Staubsauger zurücktun? Dann hätten wir das schon geschafft. Wir machen heute alle zusammen. Wir machen eine Schwimmen. Schwimmen? Ja, heute ist nicht so das perfekte Wetter, obwohl es jetzt gerade ganz gut aussieht. Aber heute hat es den ganzen Tag geregnet. Ja. War nicht so schön. Clara ist auch da. Hallo, Clara. Hallo. Hallo. Also gestaubsaugt haben wir schon. Johann hat hier alles gestaubsaugt. Wollen wir nicht schwimmen? Nee, wir gehen heute nicht schwimmen, Elisa. Aber demnächst wollen wir schwimmen gehen. Demnächst. Ja, wenn das Wetter wieder schön ist, machen wir das. Und die Kinder haben hier auch alles aufgeräumt. Die hatten nämlich hier noch ganz viele Schuhe stehen und alles. Meine Jacke ist sauber. Deine Jacke ist sauber? Meine Jacke ist nicht sauber. Oh. Weil der Wäsche, die Kohlenwäsche. Ach so. Aha. Ist. Oh je. Einmal sauber machen, ne, Elisa? Und dann kann man es wieder anziehen. Achso, hier einmal, mein Schatz. Einmal drücken und loslassen. Der macht das selber. Mein geliebter Ehemann? Ja, das bin ich, ja. Sind Sie oben schon am Wuseln? Nee, noch nicht. Ich dachte, ich spare das, bis mich jemand motiviert. Ach so, ja. Justus wollte nämlich in unseren Gruselraum rein. Wir haben ja einen Gruselraum im Haus. Gott, Mädchen läuft mir wieder hinterher. Ist immer wie im Entenmarsch. Ich laufe vor, alles läuft mir hinterher. Ja, Papi. Ja, Papi, genau. Wir laufen Papi hinterher. Wir müssen diese Pflanzen vielleicht noch stutzen, ne? Kannst ja. Nein. Guck dir das mal bitte an, diese Monstera. Sie macht ihrem Namen sowas von Ehre. Guck mal, wo sie hinkrakelt. Viele Blätter, das wickelt sich noch auf. Also die lehnt sich auch hier so rüber, weil hier natürlich auch das Fenster ist. Wir haben sie ja so klein gekauft. Also für alle, die keinen grünen Daumen haben und eine Zimmerpflanze brauchen, die auch nicht viel Sonne und Zuneigung braucht, für die ist so eine Monstera auf jeden Fall super. Oder du drehst sie einfach einmal um, Justus. Wir müssen ja auch... Nee. Ach so, doch. Das ist eine kluge Idee. Papi, guck mal. Wir drehen das Ding um. Guck mal, das ist... Schon ein Blatt auf dem Boden, ne? Ja, ja, okay. Drehen wir das um, das kommt nach oben, dann haben wir es in die Höhe. Mhm. Jedenfalls eine Vorstellung. Papi? Ich glaube, man muss die eh eigentlich so, Papi, da so dran machen. Die Fledermäuse. So, ich fühle mich so ein bisschen wie im Dschungel mit dieser Pflanze. Ach, das ist doch besser. Ja, siehst du? Und jetzt kann sie auf diese Seite wieder krakeln. Wir müssen sie eigentlich auch ein bisschen pflegen und so ein bisschen sauber machen. Haben wir noch nie gemacht. Die wächst das auch so. Aber so sieht gut aus. Also wirklich sehr, sehr raumfüllend, so eine Monstera. Gut, jetzt habe ich noch genug Zeit, um auf den Dachboden zu wühlen, ja? Justus möchte hoch in unseren Gruselraum, da oben. Das ist ein Fledermausnest. Es ist gruselig, Justus. Hallo? Es ist gruselig. Ja, gruselig und anstrengend. Ich habe so viele Sachen schon runtergeholt. Achtung, hier sind ganz viele Bücher, die sind so ein bisschen auf der Kipp, nicht, dass ihr... Was? Ja. Die Kinder sind in Sicherheit, sind bei Clara im Zimmer. Also Justus hat hier schon Kisten runtergeholt, wollen so ein bisschen entrümpeln, da sind noch ganz viele Sachen oben. Es ist immer sehr aufregend, was wir da oben so finden, also alle Jahre wieder müssen wir da immer mal gucken. Mittlerweile ist unser Dachboden auch so vollgestellt. Ich weiß nicht, alle, die einen Keller haben, kennen das wahrscheinlich, da kommt einfach immer alles hin. Wir haben zum Glück keinen Keller, sonst wäre er bestimmt auch komplett vollgestellt. Eigentlich kannst du selber ein bisschen sehen hier. So Küchen, das sind alles so Sachen, die...
was nehmen. Haben wollen. Mal gucken. Du bist jetzt die Seite, wenn wir das aus der Hand ja. Hilfe. Macht mir Angst. Ich glaube, das ist nicht so gut für deinen Rücken, mein Schatz. Welche Rücken? Ich habe keine Rücken. Wie hast du denn damals da hochbekommen, diese Kisten? Den selben Weg, nur anders hoch. Justus. Oh Gott. Hilfe. Oh Gott. Silbersachen drin. Was man nicht alles findet, ich sag ja. Wir haben so interessante Dinge auf dem Dachboden. Ich weiß jetzt nicht, ob das so. Wenn man das nochmal ordentlich poliert, sieht das bestimmt hübsch aus. So Silbertuch und so. So, ich traue mich jetzt in das Gruselkabinett. Das ist aber nicht aufgeräumt. Normalerweise räume ich ja immer meinen Dachboden auf. Ja. So wie es sich gehört. Oh, ist aber auch so muffelig hier oben, ne? Das riecht schon hier so. Wie, wenn das riecht ganz normal wie der Dachboden auf. Ach guck mal, hier ist auch direkt ein Spiegel, Hallöchen. Ach guck mal, da ist auch der Johnny. Also Justus hat jetzt den Raum da komplett einmal leer geräumt. Guck mal, wie viel wir noch hier oben haben. Vorbei, nee, bist du verrückt? Komm ich jetzt noch, eine Kiste kommt noch. Ne, eine kleine und eine große. Die hier. Ups. Sehr gut. Und noch eine Metallkiste von hier hinten. Oh Gott, was ist denn da drin? Das werden wir gleich sehen. Jetzt gehe ich wieder runter, ne? Ich mit meiner Höhenangst. Hilfe. Kannst du mir gleich die Rucksäcke geben? Ja, unsere Rucksäcke, die wir in China dabei hatten, brauchen wir im Moment auch nicht so wirklich. So, das letzte Teilchen. Da hat Justus das geschafft. Hilfe! Das ist die schwerste Kiste. Wer hat denn überhaupt so eine Eisenkiste? Was ja, ist denn das? Fand ich die schon mal cool. Da wollte ich die in mein Zimmer stellen, aber jetzt nicht mehr. Sind da nicht noch irgendwelche Sachen drin von China? Die habe ich extra reingeräumt. Ich habe sogar viele Sachen von China aus China da drin. Extra da drin gelassen? Ja. Wieso? Für die China-Utensilien, die wir nur für China brauchen. So, für die nächste Reise. Ja. Wollt ihr Kisten durchstöbern? Ja! Einmal ein Hörspiel auslachen, Clara. Noch ein bisschen. Ja, komm. Ich bin schon fertig, hier ist wieder keine Gefahr mehr von oben. Wir müssen jetzt mal gucken, was noch brauchbar ist oder und was nicht mehr so brauchbar ist. Das ist alles meiner, oder? Das ist deiner? Das ist alles meiner. Das ist ein Holzfußboden? Nee, warte mal, was ist denn meiner? Altes Zeug. Genau, ganz cool. Wir haben wirklich tolle altes Zeug. Cool. Was haben wir noch? Was haben wir denn noch? Was ist das? Aus Glauben. Guck mal, was das hier ist. Oh mein Gott, ich habe was gefunden. Oh mein Gott! Was ist das? Ein CD. Guck mal, meine Kinder wissen noch nicht mal, was das ist. CDs. Der spielt einfach nur CDs. Ach, guck mal, da ist sogar so eine CD dran. Was ist da drin? Was ist da denn drin? Was ist das für eine CD? Guck mal, wir finden hier Sachen. Leg mal rein, Johanna, hören wir uns das mal an. Schau es mal in deinem. In dein CD-Player, der läuft wahrscheinlich nicht mehr. Dann drauf. Mami, das ist ein Telefon. Nee, das ist eine Fernbedienung, Elisa. Für dieses Gerät hier. Ich glaube, Elisa. DVD-Player ist das. Weißt du, was wir gerade gefunden haben? Fotos. Alte Fotos von Justus. Guck mal, wie süß er aussah als kleiner Junge. Hättest du ihn wiedererkannt? Also Johann und Clara haben ihn nicht wiedererkannt, aber ich habe das gleich gesehen, dass es Justus ist. Guck mal, er war so ein richtig blonder, weißblonder Junge. Guck mal, wie adrett er angezogen ist. Immer ordentlich, schon als kleiner Junge. Hier mit seinem Polohemd und Pullover. Also sein Stil hat sich nicht viel verändert. Voll süß, guck mal, Sommersprossen.
Papi hatte Sommersprossen. Zeig mal. So richtig helle Augen. Zeig mal. Hier gibt es noch ein Foto, da ist er schon ein bisschen älter. Da habe ich ihn so damals kennengelernt und lieben gelernt. Das sieht aber auch ordentlich gut aus, oder? Also sehr, sehr schick. Das sind so alte Fotos, immer so mit ganz viel Erinnerung verbunden. Ich habe schon gesagt, damals wie heute, gleiches Outfit. Also wir haben jetzt noch ganz viele alte Erinnerungen auch gefunden von Justus. Ja, also er muss da jetzt ein bisschen sortieren und gucken, was man jetzt davon behält oder nicht. Auf jeden Fall haben, glaube ich, alle jetzt Hunger. Es ist schon ein bisschen später. Mittagessen hatten wir noch gar nicht. Ich gucke jetzt einmal, was wir vielleicht schnell machen können. Also wir haben noch Sushi von gestern. Da hat mir Sushi bestellt. Könnte ich jetzt eigentlich machen. Oder ich mache was anderes. Obstsalat könnte ich machen. Davon haben wir noch ganz viel. Also eigentlich können wir Sushi essen von gestern. Oh ja, gerne. Ja? Ja. Guck mal, was ich gekauft habe. Chili. Und zwar wollte ich damit so eine ganz spezielle Soße machen. Extra für Meeresfrüchte. Ah, lecker. Ich weiß nicht, hast du das gesehen? Ich hatte das auf Insta-Stories gezeigt, dass ich so eine richtige Ramen gemacht habe, aber mit Meeresfrüchten, also mit Krebs. Also ich habe Krebs gekauft und Oktopus, Muscheln und also wirklich so richtig Seafood. Ich liebe das, es schmeckt mir so gut. Ich habe mir auch zum Geburtstag gewünscht, dass wir in ein Seafood-Restaurant fahren. Justus hat auch schon reserviert. Stimmt's, Justus, stimmt's? Jawohl. Schon reserviert. Oh, da freue ich mich so drauf. Wenn Sie wissen, dass wir mit Kindern kommen. Meinst du? Das ist... Ja, wir sagen ja immer, ja, ein Tisch für 5 Personen, bitte. Die 3 Kinder verschweigen wir dann. Unsere Kinder können sich ja benehmen, mein Schatz. Ja. Mal gucken, was mache ich jetzt als Obstsalat? Also, guck mal, die Kiwi sieht ein bisschen schrumpelig aus. Die muss jetzt eh weg, die kommt da auf jeden Fall rein. Da habe ich noch Bananen und so gefunden. Und Geburtstag steht ja jetzt bevor, ne? Also eigentlich, ja, was heißt steht bevor? Ist ja jetzt diese Woche. Hilfe! Und dann steigt die große Elisa-Party. Es ist jetzt auch mittlerweile alles da, was ich für ihre Party besorgt habe. Oh, ich freue mich so sehr drauf. Ihre Party wird ein bisschen anders, als die ich bisher gemacht habe. Sei gespannt. Ich nehme dich auf jeden Fall wieder mit bei den Vorbereitungen. Das wird richtig, richtig toll. Ein Augenschmaus. Und es ist auf jeden Fall auch das, was sie sich gewünscht hat. Sie hat sich ja eine Motto-Party gewünscht, die kleine Maus. Wenn sie sich das jetzt nicht selber gewünscht hätte, dann wäre es eine Pepperwoods-Party geworden, weil, ja, ich weiß nicht, sie mag Pepperwoods. In China haben wir auch eine Pepper gekauft, habe ich ja auch gezeigt, als Kuscheltier. Und sie schaut das eigentlich ganz gerne. Deshalb dachte ich, passt das eigentlich sehr gut. Aber nein, sie hat sich was anderes gewünscht. Ich mache jetzt keinen Apfel rein, weil ich gerne mitessen möchte. Also ich habe jetzt auch keinen für mich gemacht Apfel für Allergiker. Habe ich leider jetzt auch nicht da, sonst hätte ich das mit reinmachen können. Wollen wir das heute eigentlich noch machen mit dem Himbeerfeld? Oh ja, unbedingt, bitte. Ja? Wollten nämlich wieder Himbeeren pflücken gehen. Haben wir letztes Jahr, glaube ich, auch gemacht. War das letztes Jahr? Habe ich dich mitgenommen. Und Justus möchte unbedingt heute, aber heute regnet es. Ich bin mir nicht sicher, ob die überhaupt offen haben. Und letztes Jahr haben wir ja das meiste an Himbeeren, was wir da gepflückt hatten, dann zur Marmelade gemacht. Und das haben wir nicht gegessen. Also es war, weiß ich nicht, es hat nicht so gut geschmeckt als Marmelade. Und dieses Jahr werden wir das nicht machen. Oder vielleicht nur eine kleine Portion. Aber das meiste werden wir dann frisch vernaschen. So richtig Handvoll Himbeeren. Kannst mir aber schreiben, ob du auch so zu Selbstpflückfeldern gehst. Also wir machen das eigentlich immer bei Erdbeeren und bei Himbeeren. Kann man das echt super machen. Das ist Sushi, was ich gestern noch bestellt habe. Ist es übrig. Tatsächlich haben wir noch viel mehr bestellt. Das war so lecker. Ich liebe das, ja. Mit Lachssalat, mit diesem Ei. Ich liebe eigentlich alle Arten an Sushi. Dann ist hier noch so eine Rolle. Dann haben wir hier noch Salat. Das ist Oktopussalat. Ja, das können wir jetzt essen. Dann habe ich hier noch den Salat gemacht für alle, die keine Lust auf Sushi haben. Achso, diese Soße hier ist auch total lecker. Also falls du die irgendwo entdeckst, das ist Mayo mit Wasabi. Also das ist scharfe Mayo. Schmeckt auch sehr, sehr gut. Schmeckt ganz besonders gut zu Thunfisch. Also dazu finde ich das sehr, sehr lecker. Justus, kommst du? Ich? Ja. Ja, ist fertig.
Ja, rufst du auch die Kinder? Ja, ist fertig. Ich habe halt Sushi hingetan. So lecker. Und schreib mir mal, ob du Wasabi magst. Viel wenig, ich weiß nicht, ich mag das total gerne. Sonst ist mir das zu fad. Also sonst ist mir dieses Sushi, das schmeckt ja sonst nach nichts. Deshalb brauche ich das auf jeden Fall, dass es so ein bisschen nach Wasabi schmeckt. Und auch dieses Ingwer hier mag ich auch total gerne. Hast du gekauft? Ja. Habe ich gekauft. Oh, Elisa will schon hier rübergreifen. Kannst du losgehen, ja? Ich nehme das hier. Ja. Ich möchte auch Obstsalat. Ja, du kannst, ja ein Schälchen holen, dann mache ich dir ein bisschen was rein. Schmeckt's? Setz dich mal hin, Stubi. Ich habe eine Schüssel. Du möchtest eine Schüssel? Mhm. Kannst du auch noch eine Schüssel für Elisa holen? Oh. Ja. Meine Schüssel, oder? Ja. Zum Mittag? Komm, ich mach dir was an. Gibt Sushi. Oh, stimmt. Cool. Banane. Banane. Und Obstsalat. Ich nehme den hier. Ja. Oh, lecker. Sushi. Oh, wo fange ich bloß an? Oh, ich zeig dir das mal mit der Mayo jetzt, ja? Das ist so lecker. Ja, okay. Kann ich bitte Sojasauce haben? Dankeschön. Banane, bitte. Was? Fischst Banane. Du dir? Banane. Elisa fischt sich nur die Banane raus. Oh. Kleiner Frechdachs. Dann nimmt die ja beide Kiwi. Mhm. Ich würde glauben. Elisa. Lecker. Oktopussalat? Johann ist ein Gourmet. Hier, Papi, ist auch noch den Salat, wenn du möchtest. Ich glaub, aber die müssen einen Unterschied haben. Mhm. Du hast so eine riesen Schale hier gefunden. Ja, die ist jetzt für uns. Die ist ja hübsch. Das sieht aus wie Oliven. Ja, das behalten wir auch noch. Also, wir sind hier auch noch längst nicht fertig. Doch, ich bin schon fertig. Die sieht nun nicht fertig aus, aber das ist voll. Oh, hier ist es heute Morgen, weißt du, alles extra aufgeräumt und dann ist es hier schon wieder so vollgestellt, dass man noch nicht mehr räumt. Ja, räumt ja auch, noch besser aufzuräumen. Guck mal, diese Schalen habe ich noch rausgeräumt. Die sind richtig schön, die möchte ich haben. Ist ja die Frage, wo räumen wir solche Schalen hin? Wir haben ja auch schon Schalen. Ja, unsere Küche ist zu klein, das sage ich immer wieder. Da passt irgendwie nichts rein. Nein, wir haben eine große Küche und da ist nur Krimskrams drin. Also solche Schalen braucht man immer. Die will ich auf jeden Fall. Guck mal hier, die, oh, was ist das denn hier? So eine Glocke. Und wurdest du eben nochmal angefallen? Oben? Ich wurde nur ausgeschimpft. Mit ganz vielen Fledermäusen. Also das war total schräg. Das war mitten in der Nacht. Also die Kinder waren eigentlich schon alle im Bett. War schon Ruhe. Justus und ich so dann unten relaxed. Und plötzlich ruft Johann. Ein Vogel! Vogel hat er gesagt. Ja, Vogel in seinem Zimmer. Ein Vogel. Okay. Gehen wir mal gucken. Kann ja mal vorkommen, dass ein Vogel sich verirrt ins Zimmer. Und Justus dann gleich schon mit so einem Kescher. Naja. Und dann war es kein Vogel, ne? Eine Fledermaus. Aber wir haben uns echt gefragt, woher die kommt. Weil sein Zimmer hat ja so ein Fliegengitter davor. Da kommt das ja eigentlich nicht durch. Aber sie haben ja bei uns oben auf dem Dachboden haben sie ein Nest. Ja. Haben wir so ein Fledermausnest. Und wenn man hochgeht, dann hört man immer... Ich finde das nicht toll, wenn da jemand hochgeht. Fledermaus. Aber die war irgendwie süß. Ich habe sogar Aufnahmen. Die war eigentlich, habe ich so privat, ne, für uns so. Aber ich kann ja so ein bisschen was einspielen von der Fledermaus. Es war schon auf jeden Fall ein Highlight. Ja, von Justus hat sie gekriegt. Aber natürlich, ne, so, dass man sie dann auch wieder freilassen kann. War total süß. Sie war so süß. Da drin. Sicher war es der Vogel. Oh. Bei Johann im Zimmer. Ich weiß nicht. Ja, ist gut. Da ist doch irgendwas runtergefallen, wahrscheinlich da. Das ist kein Vogel, das ist eine Fledermaus. Trotzdem raustun, bitte. Also ist nicht der Vogel. Fledermaus hier drin. Justus! Sie saugt dein Blut aus! Aber guck mal, oh mein guck Gott! Mal. Eine Fledermaus! Oh. Wie kommt sie denn hier rein? Wie kommt die denn rein? Wie fange ich sie? Ja, die ist zu schnell, Papi.
Oh mein Gott, ist die schnell. Ich habe noch nie das einen... Du gibst dir keine Mühe. Ich habe noch nie... Ja, ich weiß nicht. Das Fledermaus aber schnell. Wie fängt man denn an? Oh Mann, die dreht ein Salto und fliegt wieder eine Runde. Wie kommt die denn hier rein? Ja. Sie hat irgendwie ein Nest gebaut. Sie hat oben auf dem Dachboden hat sie ein Nest. Wie kommt sie denn da runter? Ach, vielleicht... Mal, bitte, sie fliegt aber jetzt... Ah, ist zu? Nicht komm mal nicht raus. Ist jetzt, halt, bleib mal da, wo ihr seid. Toll, Licht aus! So, jetzt habe ich sie, Hast du sie gar nicht? Hast sie doch gar nicht! So, jetzt brauche ich nur irgendwas zum Unterschieben. Ja, ja. Wo hast du das Ding denn jetzt? Bitte nicht die Fledermaus verletzen. Nein, ja, der hat sich nur eingekugelt. Oh, sie ist so süß. So. Er hat sich so eingekugelt. Ja, alles ist gut. Oh, sie ist so süß und klein. Hier ist ein Kugel drin. Ja, man dachte erstmal, dass du. Geh doch hier raus. Nein, du bringst sie auch unten. Ich möchte gucken. Du könntest auch einfach gucken. Elisa möchte gucken. Ja, dann komm. Dann runter. Ich auch gucken. Weil sie so große Angst hat, hat sie sich eingekugelt. Hoch und das Dachboden hier, ne? Aber wir bringen sie auch raus. Schreib mal! Oh Mann, das sieht aus wie ein kleines Kokon. Ist auch kalt. Aber er muss wieder nach Hause. Auf jeden Fall nach Hause muss der. Süß! Guck mal, da sind die Füßchen. Die sind krallen. Lisa, nicht anfassen. Sieht ein bisschen so aus, als Fledermäuschen. Fledermäuschen. Kommt sie eigentlich von Dachbogen runter? Hat sich verheddert? Jetzt lassen wir sie mal in Ruhe. Ja, weil sie so große Angst hat. Schnell weg da! Sie möchte jetzt gerade raus. Schreib mir mal, ob dir das auch schon mal passiert ist. Also das ist uns auch noch nicht passiert. Also wir hatten ja schon echt viele Tiere irgendwie hier bei uns zu Hause. Die Maus hatten wir auch schon hier. Kann ich ja auch mal die Playlist davon verlinken. Das war ja auch so, oh, Maus bei uns zu Hause. Aber ja, schon schön, wenn man so ein Haus hat mit Grundstück. Dann passieren solche Tiergeschichten irgendwie so mitten in der Nacht. Na gut, ich glaube, wir müssen hier noch ein bisschen viel tun. Werden aber trotzdem gleich aufs Himbeerfeld gehen, weil... Ich war noch ein bisschen an die frische Luft, aber ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.